Szenen eines historischen Tauwetters. In Kuba werden drei Geheimdienstagenten wie Helden gefeiert. Sie saßen mehr als ein Jahrzehnt in den USA in Haft und wurden nun freigelassen. Die kommunistische Führung in Kuba wiederum lässt einen US-Gefangenen frei. Beide Länder wollen wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen, nach einem halben Jahrhundert. Eine Stunde lang hat Kubas Staatschef Raúl Castro telefoniert mit seinem US-Kollegen Barack Obama. Todos somos americanos. Wir alle sind Amerikaner. Mit diesen Worten will Obama Geschichte schreiben. In der kubanischen Hauptstadt Havanna ist der radikale Kurswechsel der US-Kuba-Politik für viele ein Anlass zur Freude. Es ist das Beste, was passieren konnte. Nun wird unsere Wirtschaft weit vorankommen, jetzt, wo die Probleme gelöst sind, zumindest die diplomatischen zwischen Kuba und den USA. Beide werden davon profitieren, die US-Bevölkerung genauso wie wir. Reisen und Geldzahlungen von US-Bürgern nach Kuba sollen erleichtert werden. Vor allem aber will Obama das US-Embargo gegen den Karibikstaat aufheben. Denn es habe nicht die erhofften Veränderungen hin zu mehr Demokratie gebracht, sondern nur den Alltag vieler Kubaner erschwert. Eine Mehrheit der Exilkubaner unterstützt einen Kurswechsel in der Politik, auch Änderungen am Embargo. Die Einstellungen haben sich drastisch verändert und der Präsident hat hier politisch festen Boden unter den Füßen. Doch um alle Sanktionen außer Kraft zu setzen, braucht Obama die Zustimmung des US-Kongresses. Und dort wollen seine Widersacher von den Republikanern mit ihrer Mehrheit am Embargo festhalten. Das Weiße Haus hat alles zugestanden und wenig erreicht. Es hat keine Zusagen vom kubanischen Regime bekommen, was die Pressefreiheit angeht oder die Meinungsfreiheit oder Wahlen. Auch die Führung in Kuba will nach Einschätzung von Experten keine zu radikalen Veränderungen. Wie viel Eis letztlich bricht bei dem historischen Tauwetter zwischen den USA und Kuba, das muss sich also noch zeigen.